Das hier ist kein normaler Bus, sondern ein 5-Sterne-Hotelbus. Jeder hat seine eigene kleine Kabine mit Bildschirm zum Serien gucken und Ladeanschlüssen. Die Busreise dauert 7 Stunden. Man kann in der Zeit gut arbeiten oder schlafen. Und das Ganze für nur 16 Euro pro Person. Nur Leute über 1,80 können ihre Beine nicht ganz ausstrecken. Wieso gibt es sowas nicht in Deutschland?